Ein herzliches Willkommen hier zu Star Wars Galaxy of Heroes. Ja, mir ist was aufgefallen nach dem Update, was ja ziemlich sinnvoll war. Gibt's diese Code-Kämpfe hier nicht mehr? Sondern diese Events. Das wollen wir heute mal ausprobieren. Ja, die sind einfach weg. Man sieht schon, hier wird noch was Neues kommen. Das deutet schon auf irgendwas hin. Dann gibt es hier noch diese Splitter-Sterne, aber das bekommt man nur mit 7 Sterncharakteren. Da sind wir noch weit davon entfernt. Da hinten kommt auch noch was. Kann man schon gucken, was so kommt. Mein Bestes ist bis jetzt 4 Sterne, da sind wir mit 7 noch relativ weit entfernt. Lieferungen habe ich glaube heute schon gemacht. Ja, genau. Da werden wir es auch keine holen, würde ich sagen. Datenkarten habe ich glaube eine noch. Wir sparen auf jeden Fall auf die hier. Und ich habe es auf dem Handy nochmal gespielt. Da hat es diesen Fehler nicht, dass diese Sachen schwarz sind. Das ist wirklich nur wegen Blue Stacks. So ein Schrottding. ja, gucken wir mal die Events an. Auf was ich mich. Was? Eigentlich ist das doch. Die Events gab es doch vorher auch schon. Hieß es vorher auch schon Events? Ich glaube schon. Aber auf jeden Fall gibt es hier jetzt diesen Großmeister Yoda-Splitter, den man erhalten kann. Und ja, hier. 5 Stunden geht's los. Da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Und jetzt gucke ich mal, wie viel Yoda braucht. Wahrscheinlich abartig viel. Der wird wahrscheinlich ganz unten sein. Habe ich den da gerade gesehen? Nee, habe ich nicht. Großmeister Yoda 145. Ja, habe ich's doch gewusst. Aber der ist bestimmt der Krankeste. Meisterliche Jedi-Unterstützungseinheit, die Buffs-Gangs imitieren und Verbündete gewähren kann. Verbündeten gewähren kann. Das wäre natürlich schon krass. Ja, genau. Da halten wir wahrscheinlich immer nur einen. Toll. 145 Tage, aber so lange werde ich das Spiel auf jeden Fall nicht spielen. Bis ich den hab. Mal gucken, wie das aussieht. Auf jeden Fall machen wir es mal Events. Ne, Events gab es vorher auch schon. Aber ich habe so gedacht, hey, Events. Aber das Symbol sah, glaube ich, anders aus. Das kann sein. Deshalb irritiert mich das ein bisschen. Was können wir denn da noch machen? Das können wir mal machen. Gut, haben wir das auch geklärt. Ja, ich habe die. Wo haben wir sie denn? Luminara habe ich noch ein bisschen aufgerüstet. Die hat das 2011 Stärke ein bisschen höher. Die könnten wir. Was können wir denn hier noch kaufen? Wir haben hier eigentlich voll viel. Wir könnten eigentlich da voll viel kaufen. Ich habe auf jeden Fall heute schon Boba Fett geholt. Also den will ich auf jeden Fall noch holen. Wen holen wir denn noch? Ahsoka Tano. Ich glaube die. Ich glaube, wir holen noch von der, würde ich sagen. Jedi Ritter, das. Wie ist der? Ne, würde ich. Nein, nein. Boba Fett und. Und sie, komm, holen wir uns einfach mal. Das gönnen wir uns. Das gönnen wir uns. Das nicht. So, jetzt werden wir mal Events noch machen, beziehungsweise das hier. Nee, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Aber das hat. Das ist alles ein bisschen anders. Das hat, das irritiert mich ein wenig. Aber sei's drum. Auf jeden Fall nehme ich heute nochmal einen Part auf. Es hat sich zum letzten Part nicht viel getan, weil ich zwischendrin eigentlich fast gar nicht gespielt habe. Ja, okay, das ist, glaube ich, doch ein bisschen anders. Also war das nicht beim letzten Mal mit 3 Kämpfen? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist jetzt eine gute Frage. Aber die sieht echt fies aus, muss ich sagen. Ich glaube, wir greifen erstmal. Ist es ein Sie überhaupt oder ist es ein Der? Keine Ahnung.
Machen wir mal das hier. Okay, das hat nicht viel gebracht. Ja, okay, so hart Angriff hat der die. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Jetzt gar nicht. Biu, biu. Mir wäre es jetzt nicht bekannt, dass das so viel vor allem Energie braucht. 20, das ist ja nicht ohne eigentlich. Ja, aber irgendwas ist mit diesem Spiel auf jeden Fall seit dem Update. Blue Stacks und dieses Spiel mögen sich seit dem Update nicht mehr. Weil ihr habt ja gerade gesehen, das war ganz sicher nicht so geplant von diesem Spiel, beziehungsweise das mit diesem komischen schwarzen Wolken quasi. Das war bestimmt nicht beabsichtigt. Alter! Weg ist er! Was war denn das jetzt gerade? Auf einmal so einen fetten Angriff. Hä? Das ist ja abartig. Der war ja richtig. Und Chewbacca ist jetzt nicht gerade der, ich sag mal, Schwächste vom Leben her. Also, da ist ja ein Tank. Ja, das war jetzt echt. Boah. Damit hätte ich es überhaupt nicht gerechnet. Das war sicher nicht beabsichtigt von diesem Spiel. Also heilen kann die Madame schon, diese Luminara und Uli. Das kann sie, das muss man ja lassen. Wenn sie bloß noch mehr Leben hätte. Aber die Sachen zum Leveln, die sind ganz schön selten, beziehungsweise da muss man erstmal die Sachen bekommen, die man da braucht. Beziehungsweise da braucht man ordentlich Sim, oder man muss halt richtig viel kämpfen. 6000, das ist ja gar nichts. Gar nichts. Man kann maximal 18.000 gewinnen. Nee, das war vorher nicht so. Das könnte ich beschwören, dass das vorher nicht so war. Ich sag nur, what the fuck? Hä? Was war denn das? Wir sollten, glaub, erstmal. Sind das beide eigentlich die gleichen? Lesen sie nicht. Welcher davon kann es mal? Ich glaube, der kann noch mal, der kann Leute wieder herzaubern. Und der kann sich unsichtbar machen. Diese kleinen Zwerge, Mann, die nerven einfach nur. Bam. Habe ich eigentlich jetzt, ich habe gar nicht geguckt, habe ich Captain Phasma als Anführer gerade? Habe ich den jetzt oder habe ich den jetzt nicht? Der war es, alles klar. Weg mit dem. Was bringt denn der, ganz ehrlich? Ganz ehrlich, was bringt das denn? Gar nichts, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt mit Yoda. Bin ich echt gespannt. Wäre natürlich schon geil, wenn man den hätte, weil der ist bestimmt geil. Also der ist bestimmt gut. So, weg mit dem. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich kriegen wir nur die Mindestbelohnung. Ja. Man sieht sowieso nicht, was man bekommt. Von dem her. Wir könnten das mal versuchen.
Mit nur Unterstützung. Aber wir sind echt schlecht aufgestellt. Oh, ich glaube, wir müssen doch Ahsoka-Dingens noch mit hinzunehmen. Ihn machen wir raus. Sie auf jeden Fall rein. Sehr klar. Aber die beiden nerven mich trotzdem noch. Irgendwie. Weil die sind vom Leben einfach nicht so gut. Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Mit ihr hätten wir wenigstens einen von denen mal weg. Aber sie kostet halt auch gleich mehr wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren. Aber ich glaube, 770.000 waren es, glaube schon. Dann wäre unsere Kohle weg, ne? Aber ich glaube, das lohnt sich bei der sogar. Und das hier ist bestimmt auch nicht normal. What the fuck? Das war jetzt gerade aber auch nicht normal. Also. Zum Glück weiß ich, dass der so ein Scharfschützen-Ding hat. Oje, oje. Luminara, das wäre wieder was für dich. Wir müssen mal ein bisschen heilen. Da hätte man eigentlich jetzt. Ah. Ja, Shava und Dacha. Das sind so meine Sorgenkinder. Kann man, glaube ich, so sagen, ja? Das müssen wir so machen. Wir müssen unsere Gruppe ein bisschen schonen, quasi. Ich glaube, mit 3 Sterne kommen wir da nicht raus, würde ich sagen. Wir heilen wir nochmal. Wir haben 2 Heiler dabei. Als nächstes können wir mit ihr wieder heilen. Zwei Heiler sind gar nicht doof. Bloß ist das Problem, wenn da ein Charakter in dieser Gegnergruppe ist, der halt so ein Vorteil quasi hat oder wie nennt man das? Ein Konter, der zweimal oder dreimal sogar angreifen kann und die einfach auf einmal weghaut, dann bringt halt dieses Ganze auch nichts mehr. Aber zum Glück kann man das Mikrofon wegklappen. Weil ich habe gerade so richtig fett einen genossen. Oh nein. Mit seiner scheiß Bombe sind wir alle infiziert quasi mit dieser, sag ich mal, mit dieser Bombe. Alla Bomba, alla Bomba. So, das müssen wir als nächstes mal wieder heilen.
warum haben die zwei? Das ist echt. Das ist echt ein Vorteil für die. Als nächstes müssen wir wieder heilen. Ah, wir können uns ja selber heilen eigentlich. Aber das ist schon. Ich merke gerade, ich habe schon lange keine Kämpfe, keine richtigen mehr gemacht. Weil, also wenn man da die reine helle Seite und die reine dunkle Seite, sind wir echt schlecht. Wenn man die aber so kombinieren kann in diesen, ich sag mal, in diesen Events und in diesen Cantina-Kämpfen, dann sind die schon nicht schlecht. Also nicht ganz schlecht, weil da kann man Dacia und so rausnehmen, aber so, nur die helle Seite, da müssten wir die beide auf jeden Fall austauschen. Dann ging das eigentlich sogar. Und ihn aufleveln. Dann ging das, glaube ich. Dann ging das echt. Aber das müssen wir halt erstmal machen. Und ich bin mir echt so unsicher, weil das braucht so viel Kohle. Da hat einer hat reingeschrieben, ja, ich weiß, er weiß gar nicht, wie er die Kohle loswerden soll. Er hortet gerade 4 Millionen. Ja, was macht der? Da denke ich mir, what the fuck, wie kommt der an so viel Geld? Am Anfang habe ich auch gedacht, ja okay, wir haben echt viel Geld, aber nee. So beziehungsweise halt ja viel Währung. Gar nichts ist da los. Wir wollen jetzt auch ein bisschen weiterkommen. So ist einer, komm. Weg. Hätte ich es nicht gedacht, dass wir da mit 5 Sternen, mit 3 Sternen rauskommen. What? Das brauchen wir, ja, das brauchen wir, glaube ich, echt. Cool. Wir könnten mal auf hoch weitermachen. Schafft man das? Ich glaube schon. Probieren wir einfach mal aus. Ja, wir könnten mal mit ihr könnten was versuchen. Alter krank, Master. Das machen wir es einfach. Weil was können. Ja, ja. 65. Ich krieg die Krise. Der hat zwar nicht so viel Angriff, aber ich glaube, die haut schon ordentlich rein. Mit der Heilung vor allem. Boah, geil. Gruppenheilung beim Angriff. Ich krieg eine Krise. Und weg. Ist eigentlich voll einfach. Zwischendrin war das echt voll schwer. Habe ich gedacht, das schaffe ich gar nicht. Also manchmal ist schon ein bisschen unausgewogen, muss ich sagen. An manchen Stellen. Vielleicht geht das nur mir so, aber ich glaube schon. Doch. Ich würde bei dieser Aussage bleiben, dass es an manchen Stellen zwischendrin ein bisschen unausgewogen ist, dass das nicht so ganz zusammenpasst. Ja, meine Freundschaftsliste, wie ihr beim letzten Part vielleicht mitgekriegt habt, ist voll. Wenn jetzt ein richtig guter sich bei mir meldet, dann muss ich leider einen schlechteren loswerden. So blöd es ist. Aber es muss leider. Es muss leider. Weil die Guten helfen mir natürlich auch, ich sag mal, bei so einem Kampf. Ja. Ach cool, ach cool. Ausgewichen, ich krieg die Krise.
Ja, ich müsste ich gerade so ein bisschen lernen fürs Studium, aber nee, ich zock lieber ein bisschen Star Wars Galaxy of Heroes. Das macht einfach mehr Spaß als zu lernen. Lernen ist was für Anfänger, ich kann es auch ohne. Eher nicht, aber trotzdem. Ich hätte mehr lernen sollen, sag ich mal. Es bringt auch nichts mehr. Die halt einfach. Ja gut, haben wir sie schon weg, die anderen schaffen wir ja locker, also von dem her. Gute Entscheidung von dir, dass du dein Leben opferst für die anderen. Die können wir eigentlich auch noch aufleveln, die haben wir auch freigeschaltet, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das nicht so das Wahre ist, ne? Gegen die haben die ja gar keine Chance. Überhaupt keine. Eingeweihte Schwester der Nacht. Nee, ich glaube, das machen wir lieber nicht. Also, wenn ich gerade so gegen die kämpfe, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja klar, die ist jetzt nur Level 30, aber trotzdem, Level 30 schwerer, da müsste auch ein bisschen was gehen. Wir sind jetzt auch nicht gerade die beste Truppe hier. Thibaut. Ich glaube, der ist nicht so gut. Ich gucke immer mal was ein bisschen, wie es hier aussieht. Ja, wir könnten Ahsoka Tano könnten wir machen. Ich glaube, das machen wir einfach. Wir werden schon wieder an Geld herankommen. Obwohl Luke Skywalker haben wir bald. Sollen wir Luke Skywalker machen? Das wäre doch eigentlich was, Luke Skywalker. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, wir machen erst den und dann machen wir sie. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Truppe schon. Jetzt keine perfekte Truppe, da gibt es noch viel bessere, aber trotzdem. Und dann versuchen wir mal irgendwie Boba Fett. Da kaufen wir jetzt ganze Zeit solche Splitter 5 in der Kantina Einlöse. Aber wir warten jetzt erstmal, bis wir Luke Skywalker bekommen. Das können wir eigentlich gerade auch nochmal. Haben wir jetzt ein paar Sim-Tickets? Das wollte ich gar nicht. Die können wir da eigentlich rein investieren, würde ich sagen. 5 haben wir, ja. Gut, machen wir die 5 rein. Luke Skywalker, yes. Da waren wir schon dabei. Da nicht. Da auch nicht. Beim nächsten wahrscheinlich auch nicht. Nein, schade. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Gut, auch nicht schlecht. Aber trotzdem, das schaffen wir. Jetzt haben wir noch ein bisschen weiter. Ich glaube, das machen wir noch. Vielleicht auch noch mal ein. Ich weiß gar nicht. Ja gut, wir haben keine eigenen mehr. Haben wir die alle in letzter Zeit verbraucht. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß schon, welchen wir da nehmen. Und zwar Obi-Wan Kenobi, der alte Ben. Ja. Gut, Obi-Wan Kenobi. Gibt's eigentlich auch Han Solo? Das würde mich jetzt gerade interessieren. Bin ich mir gar nicht sicher. Warum geht der gerade alle auf Dacia? Gut. Das ist gar nicht Dacia, das ist Chaba. Oh, hätte ich nicht gerade einen Gruppenangriff machen können. Ah, Mann. Was ist das?
Das klappt auch Heilung, oder? Haben wir jetzt drei Heiler dabei? Ich probier's einfach mal aus. Nee, das war's nicht. Das war keine Heilung. Das ist irgendwie so ein Spezialding. Ah, ich weiß nicht, ob es das bringt. Bringt's diese. Dieser Spit. Was ist denn das für ein Ding? Kann man das gucken, was das ist? Nee, kann man nicht. Müsste man mal gucken, vorher vielleicht. Was der überhaupt kann. Zack. Warum bitte auf, warum auf Java? Bitte warum? Das darf nicht wahr sein, Mann. Das sind doch unsere Schwachen. Warum geht ihr immer auf die Schwachen? Nur weil ihr auch so schwach seid. Oder wie? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich lade gerade Part 17 hoch, oder ist er schon oben? Ich weiß gar nicht. Also während ich das Video aufnehme, ist Part 17. Während dieses Video rauskommt, gibt es wahrscheinlich schon Part 20. Irgendwie so. So, das ist die alte Daka, alte Dako, oder wie sie heißt. Alte Sarko, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, sondern irgendwas mit Alte auf jeden Fall. Das war jetzt irgendwie gar nicht mal so cool irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Machen wir mal das, ich weiß nicht, ob es das bringt, aber sieht cool aus, wenn da so viel weg ist, ja. Die ist halt auch alt, muss man sagen. Im hohen Alter, da geht einfach nicht mehr so viel. Da ist man einfach nicht mehr so flexibel, stark, bisschen brüchiger. Bei den Knochen vielleicht. Bei manchen, bei vielen. Das schafft man ja auch locker, also relativ locker. Ja, gut, 3 Sterne. So macht das doch Spaß, finde ich. Haben wir da ein bisschen was in der Story quasi gemacht. Story, Anführungszeichen. Bin ich gespannt, was da noch kommt. Ja, haben wir gemacht, gut. Haben wir da schon wieder was gratis? Latür nicht. Kaufen uns mal was, wir warten nicht so lange. Jetzt sieht man es plötzlich wieder. Also manchmal sieht man es nicht. Jetzt wieder nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Aber wir wissen ja, wenn es grün oder so oder gar keine Farbe drumherum hat, nicht wichtig. Jetzt gucken wir nochmal da. Ah, ne, Dacia. Wir werden nicht in Richtung Dacia gehen. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon, wenn dieser hier auf Lila ist. Level 7, ne? Aber dazu brauchen wir das hier. Und da haben wir gerade erstmal 15. Und wo finden wir das? 6D schwer. Helle Seite. 6D. 6D ist 5K. 7D, 7D, 5K normal. Normal wäre mal nicht. Wo war es immer noch? Das habe ich.
5K normal, dunkle Seite. Ach so. Ja, ich will schon helle Seite. 7H normal. 7G normal. 6H normal. Wie weit sind wir davon entfernt? Wahrscheinlich ewig weit. Ja, da sind wir ein bisschen davon entfernt. Und da erst recht. Also wir müssen das Ganze wirklich über andere, über Events wahrscheinlich holen. Wir könnten noch einen Cantina-Truppenkampf machen. Das könnten wir jetzt noch machen. Das wäre cool. Das machen wir. So, wen nehmen wir denn da? Da haben wir wieder eine größere Auswahl. Ja, klar. Ich glaube, wir nehmen Darth Sidious. Das ist schwer. Aber ich glaube, wir nehmen sie raus. Sie rein. Ihn raus, ihn auch raus. Ihn als Chef. Und so. So will ich das jetzt machen. Ja, doch, so machen wir das. Guck nicht so traurig. Wir kämpfen jetzt. Ist doch schön. Und weg. Haben halt ein bisschen gekämpft. Finde ich cool. Wir hatten vorher tatsächlich nicht. Wer ist der Captain Phasma? Ist eine Sie eigentlich, glaube ich. Hatten wir vorher tatsächlich nicht als Anführer. Deshalb hatten wir auch keine Bonusangriffe. Habe ich mich doch schon gewundert. Aber Luminara hat eindeutig einen höheren Angriffsgrad als Captain Phasma. Das fällt mir gerade auf. Und was mir auch auffällt, beim Angriff machen die ja Lichtschwert erst an. Also nicht vor dem Angriff. Und weg. Doppelt geil. Das gefällt mir. Und husch, weg. Die Truppe gefällt mir ganz gut, finde ich. So finde ich es cool. So finde ich es cool. Muss ich sagen. Ah ne, jetzt hat er seinen komischen. Ah, Mann ey, mach mal das hier. Darf sie, das ist halt schon cool, muss man sagen. Der hat was, der hat auf jeden Fall was. Und husch. Okay, dann halt nicht. Aber der hat, glaube ich, 80 Splitter, soweit ich in Erinnerung habe. Immer noch nicht, gibt's ja gar nicht. Wie lange hält denn der? Komm, zack, zack, weg mit dem. Und nochmal, und nochmal. Nee, nee, okay. Übertreiben wollen wir es ja nicht. Bonusangriff. What the fuck? Geiler Scheiß, sag ich nur. So, das ist der Chef. Auf den müssen wir als erstes, weil sonst heilt er seine Leute immer. Das ist scheiße. Wir haben ja wieder zwei Heiler dabei, also müsste das eigentlich schon funktionieren, glaube ich. Den müssen wir halt relativ schnell weghaben. Ach, guck, das ist nicht normal. Letztens heilt er sich natürlich auch noch mit.
Weg, gut, so. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Bonusangriff, der ist da. Das ist einfach geil. Aber ich hätte ein bisschen, ich hätte gedacht, er hat mehr Angriffsstärke auf Sidious. Aber es geht natürlich schon. Aber ich hätte gedacht, da geht ein bisschen mehr. So, was können wir hier? Da können wir. Alles klar. Also wir machen als nächstes auf jeden Fall jetzt. Also ich mache für mich auch ein bisschen mehr Cantina-Truppenkämpfe, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Herausforderung, mit dem habe ich es verwechselt, aber Events ist neu, glaube ich. Herausforderung, das ist alt. Sonntag, Dienstag, Freitag. Unterschiedliche Öffnungszeiten, alles klar. Gut, dann war's das für diesen Part. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, liken. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ihr wisst ja, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.